Patienten erstmal sterilisieren. Ja, ist eine ausgezeichnete Idee. Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Runde, neues Blut. Die Tickets sind restlos ausverkauft. Ihr dürft euch also sehr glücklich schätzen, dass ihr mir hier beiwohnen könnt bei meiner Taufe oder keine Ahnung, wie das aussieht. Aber bevor wir uns diesem geselligen Treiben dort hinten widmen, schauen wir uns erstmal hier in diesen Fluren um, wo offensichtlich jemand die Toilette benutzt hat. Großartig. Ich wollte gerade sagen, sollten wir hier nicht eigentlich diesen verdammten Schlüssel holen? Natürlich könnt ihr hier nicht aufschließen, dann muss ich erst wieder über diverse Fensterläden krauchen. Na gut, Leute, schauen wir uns mal an, was Vater Martin hier schickes für uns vorbereitet hat. Ich bin ja schon ganz gespannt. Hi! God always provides a way. Du wirst mich da wahrscheinlich nicht durchlassen, oder? Das ist meine Kerze. Ich habe eine Kerze bekommen. Das ist die schönste Kerze von ganz Mount Massive. Nimm mir bitte nicht meine... Bin ich bereit? Ah! Die Doppelkeule schiebt Wache, Alter! Da kann ich doch nicht durch, Mann! Jungs? Was ist denn mit euch los? Habt ihr Weed geraucht oder seid ihr satt oder freut ihr euch über euren neuen Job oder warum seid ihr nicht mehr so aggro? Pass auf, dass deine Dreifaltigkeit da unten nicht so sehr rumschlackert. Oder vielleicht sind es auch die Ohren. Man ist sich noch nicht so ganz sicher. Findest du das lustig? Hast du gelacht? Ob du das lustig findest? Alter, du bist so richtig hübsch, ey. Da haben wohl Mutti und Vati wieder versucht, durch Null zu teilen, oder? Ah, man sieht ja, was mal rauskommt. Okay, Jungs, ich lasse euch mal hier euren Spaß und schau mir mal an, was... Hi? Apropos Schlüssel, da blinkert er. Mein Hiob, Sie allein sollten entkommen, um zu berichten, dass dies der vorletzte Akt sei als Zeuge... Alter, die alle im Macke oder was? Die Propheten haben Freiheit vom Tod versprochen. Und hier ist sie. Ich sehe die Freiheit noch nicht. Warum vorletzter Akt, Mann? Sie werden zusehen und meinen Tod dokumentieren, meine Auferstehung. Und dann werden wir gemeinsam frei sein. Oh, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das nicht genießen werde, auf jeden Fall. Ja, wir sind nicht mehr in Gefahr. Ich habe den Aufzug repariert. Er wird sie in die Freiheit führen. Wir werden alle frei sein. Ja? Noch so ein Kerzentyp, der freut sich auch ganz besonders. Jetzt, mein Sohn. Okay. Alter, wie die hier alle voll am Durchdrehen sind. Oh ja, oh ja, richtig nette Aufnahmen. Barbecue mit Vater Martin. Ich mag mein Steak blutig übrigens. Boah, Alter. Darf ich bitte nicht einfach den Schlüssel nehmen? Wieso muss ich mir das ansehen? Dankeschön, Schlüssel für den Aufzug. Ja, hätten wir das geklärt. Alter, Schmorbert, Junge, was ist los mit dir? War es etwas zu heiß? Es ist so schön warm bei Ihnen, Meister. Ich mag, wenn es warm ist. Alter, diese ganzen Typen, die kennen wir doch hier schon. Den sind wir doch begegnet, dieser Typ aus dem Knast, den sein Kopf gefroren ist. Alles klar, ich lasse euch mal bei euren kleinen... Eure kleinen Teeparty in Ruhe. Jungs? Jungs, ihr habt eine Aufgabe. Ihr enttäuscht euren Meister nicht, auch wenn er jetzt tot ist und mich nicht mehr beschützen kann. Oh, sehr lieb. Ihr habt Manieren gelernt, ne? Alles klar, haut rein. Ja, ciao. Ich verstehe das schon. Alles klar, Leute. Wir können hier raus. Moment mal. Das war der Typ, der das angezündet. Wie ist der an mir vorbei? Wie hat er das gemacht, Alter? Das ist so ein richtiger sneaky little... Okay, die haben jetzt natürlich nicht die Tür aufgeschlossen. Ey, das hätte auch auf jeden Fall meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Komm mal bitte hier hoch, Miles, komm, du hast es gleich geschafft. Oder auch nicht. Wir werden es vielleicht sehen. So, der letzte Abluftschacht, Freunde. Das letzte Mal hier rumkrauchen. Ich werde schon fast ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Hallo allerseits. Dicky? Och nö! Och nö, er kommt ja wie gerufen. Natürlich habe ich da Lust drauf. Richtig Lust habe ich da drauf. Meine Herren. Fuck, wo geht's hier lang, Alter? Nein. Oh Gott.
Ja, komm mal da rein. So machen wir das, ne? Du Trottel, Alter, du kleiner Trottel. Wo muss ich dir raus, hin und rum und keine Ahnung was? Und können wir da verstecken uns? Nein, wieso nicht? Fuck you. Also, ich bin da mal weg. Nichts für ungut. Och, Miles. Du bist eine Enttäuschung für diese ganze Anstalt, ey, ganz ehrlich. Dicky, ja, da bist du schon, ne? Ich muss dich da nur weglocken, da muss ich da hin, oder? Nichts leichter als das, ich bin mir nicht so ganz sicher. Oh! Weißt du das? Oh Gott, der weiß es, Mann! Ich mach schon wieder diesen Fehler! Guck mal! Alter, no way, hat er dich gebracht, Alter. Mir richtig viele atmosphärische Störungen beschert. So, können wir jetzt bitte hier raus? Ich sehe einen Scheiß. Och Mensch, du Schweinebärt, Alter. Oh, Gazelf, was hast du klasse gemacht. Du bist ein richtig guter Outlast-Spieler. Du hast absolut viel gelernt, wie man sieht. Sorry. Okay, jetzt gehe ich mal hier rein. Okay, jetzt hat er mich nicht gesehen. Das Problem ist, ich habe fucking keinen Plan, wo ich... Alter, ich habe mich erschrocken. Ich habe einfach mal keinen Plan, wo ich hin muss. Der nervt, Alter. Der nervt so übelst. Ich hätte die Tür vielleicht auflassen müssen. Der ist direkt vor der Tür. Der ist direkt davor. Wenn ich jetzt aufmache, bin ich mega Matsch, Alter. Mal. Oh, das ist die andere Tür. Das ist vielleicht meine Chance. Das ist meine Chance, Freunde. Fuck you. Oh, no. No. Nein. Ganz schlechte Idee. Komm mal vielleicht hier raus. Oh Gott. Ich weiß nicht wohin, Mann. Da hoch. Oh Gott, deswegen. I know it, Alter, du kleiner Breiarsch, Junge. Oh Gott, Alter. Mein Herz. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Merkt man mir das an? Ich weiß es nicht. Ich muss da durch die Tür raus, oder? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß hier gerade nichts mehr von diesem Part des Spiels. Hauptsache, der kommt nicht in diesen Raum rein. Der ist nicht hier drin, oder? Ich trau mich nicht! Okay, ich riskier's. Auf. Ja! Okay, alles klar. Fahrstuhl. Los, jetzt hau den Schlüssel da rein und dann weg, ey. Nichts wie weg aus dieser gottverdammten Anstalt, ey. Oh, meine Fresse. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall noch nicht diverse Peinlichkeiten erspart hier zum Schluss. Ich hoffe, es diente eurem Amüsement. So, können wir... Ach, nee. Nee, wir fahren erstmal noch in den Keller. Wir haben da noch ein paar Batterien vergessen. Okay, Freunde. Deswegen vorletzter Akt als Zeuge. Ich muss noch runter. Vater Martin hat das alles geplant. Er programmiert die Fahrstühle um, das ist eine Lust. Okay, dann fahren wir mal. Finde einen anderen Weg nach draußen. Das ist das, was ich seit 5 Stunden hier versuche, ey. Oh, es wird richtig interessant, Alter. Alles klar. Und wir sind auf Hoth gelandet. Gleich kommt Darth Vader hier um die Ecke und Force-choked uns. Oh. Hat da jemand ein Foto gemacht oder was? Ich muss das alles aufnehmen. Ich muss das alles festhalten. Das ist so krass, Mann, was die hingezimmert haben, ey. Okay, Leute, und so langsam. Diejenigen, die das Spiel kennen, die wissen das. Wird sich die... Was hängt denn da dran? Also, dieses Bein gehört einem Bodybuilder. So langsam ergibt sich die Wahrheit des Spiels. Der Sinn hinter einem. Wir nähern uns der Maschine. Warum? Was haben wir jetzt geschafft, dass es wieder speichert? Ganz ehrlich. Dicky war hier auch unten, hat ja auch kräftig aufgeräumt, wie ich sehe. Nur leider nicht ordentlich genug. Das gibt Abzug in der B-Note. Das ziehe ich ihm vom Gehalt ab, auf jeden Fall. Darauf kann er aber Gift nehmen. Okay. Nicht lange schnacken. Lasst uns mal hier voranstucken. Können wir hier eigentlich rein? Nee, können wir nicht. Miles, du hast dich immer noch nicht die Hände gewaschen, wie ich sehe. Du bist kein Vorbild hier für die Kids. Oh. Hi. Ja, Freunde. Chronischer Fall von Überarbeitung. Dort hinten auch. Ach, die sind alle mega Matsch, ey. Hier. Ich glaube, das könnte eventuell wichtig sein.
Ich zieh mir das mal rein. Ach, die Notizen hier. Die Leidenschaft von Vater Martin, stimmt. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Oh, Miles, du hast endlich eine Aufgabe gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so kann man seinem Leben auch einen Sinn geben. Okay, das hast du einigen Leuten hier voraus. Und schon wieder haben wir gespeichert. Moment, das war noch nicht ganz die Akte, die wir lesen sollten, auch wenn es euch jetzt vielleicht nervt. Nekrodisierende Faszitis. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Nekrodisierende irgendwas. Okay, es hat sich auch wie so eine Art Gewebeabsterben wohl verbreitet. Ich glaube, das ist mit nekrotisch hier irgendwie gemeint. Jennifer Roller, eine Anmerkung, meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifel an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die Welt hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Wissenschaft, meine Freunde. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Chemische Fixierung, also quasi Narkose oder sowas. Lähmung. Die Mirkov-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihnen Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige, kontraproduktive Wirkung. Ja, Leute, so geht's mir auch immer. Nach einer illustren Runde Outlast. Leute. Und so schreiten wir voran in das letzte Kapitel dieses Games. Und sehen zum allerersten Mal Tageslicht, Alter. Und die Handabdrücke verraten uns, dass auf jeden Fall schon jemand verzweifelt hier an dieser Scheibe geklebt hat. Nicht an den Lippen von sonst jemandem, denn Lippen sind in diesem Spiel ja mehr oder weniger bei den meisten Patienten nicht mehr vorhanden. Ohne das irgendwie zynisch zu meinen. Aber es ist ja nun mal so, okay? Ein sinnloser Raum. Jagt die nächsten. Oh, war da eine Batterie? Batterie? Nein. War nur eine Öffnung. Eine Öffnung dieses Fasses. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts geklaut. Lass mich in Ruhe. Oh, oh Mann. Fuck. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wallride Line. Nein. Können wir da bitte drüber sprechen? Ich hab dir nichts getan. Oh Gott, nein. Warum musst du mir auf den Sack gehen, Alter? Kannst du mir nicht den Ausgang zeigen? Vater Martin hat doch gesagt, hier was Phase ist. Ihr hört doch alle immer so gerne auf den. Kannst du das bitte... Oh! Oh! Nö. 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 Oh, fuck. Okay. Okay, leck mich ab. Tja. Ich kann ja nicht sagen, dass ich das nicht genießen würde hier gerade. Gib's ihm, gib's ihm, gib's ihm. Au. Dicky? Dicky? Nee, ne? Mein einziger Freund. Das ist von ihm übrig. Also Leute, die sehr, sehr nostalgisch sind, können an dieser Stelle gerne einen Screenshot machen. Schickt mir die bitte zu. Dankeschön. Okay, wo sollen wir, was ist die Aufgabe und... Dr. Hawking? Sorry. Ich weiß, ich bin angeblich tot. Dr. Wernicke. Nein, so viel Glück hatte ich auch nicht. Ich bin uralt, aber trotzdem als einziger übrig. Dank, Billy. Naja, aber so richtig am Leben bist du auch nicht mehr, oder? Er kümmert sich um mich. Er hat meinen Magenkrebs entfernt, meine Augen gerichtet. Er denkt, wo ich bin, dieser, sein Vater. Dieser arme Irre liebt mich. Wer ist hier der irre Mann? Wissen Sie, wofür dieses Symbol steht? Du wirst es mir bestimmt gleich erklären. Es waren von Nano-Gefahr. Vor winzigen kleinen Maschinen. Technologie, die wir seit Jahrzehnten besitzen, aber nie beherrscht haben. Was ist mit dir? Mirkov entdeckte in meiner Forschung eine Übergangslösung. Alter!
Körperzellen, Nanofabriken, bla bla bla. Der hat ein mega geiles Jetpack am Start, Alter. Der hebt ja gleich ab. Ich will den Rollstuhl. Bitte gib mir den Rollstuhl. Psychosomatische Herangehensweise entwickeln die benötigten Moleküle. Der Geist steuert den Körper. Boah, das macht mich nervös, während du da rumfährst. Du hast auch nichts mehr zu tun, ne? Dumm und falsch anzunehmen, wir könnten kontrollieren. Wir können es kontrollieren, Geisteskranken so etwas Mächtiges zu erschaffen. War das nicht von Anfang an klar? Oder ist dein kleines Forschergehirn doch nicht so groß wie angenommen? Deinem Gesicht zu schließen? Nein, ich fälle keine vorschnellen Urteile. Sie müssen ihn aufhalten. Sie müssen Billy ermorden, seine Geräte abschalten, seine Anästhesie. Niemand kann an diesem Ort lebend entkommen. Sie müssen ihn töten. Okay? Finde Billy im Hauptlabor. Du hast doch da so ein cooles Jetpack. Wieso hast du da nicht irgendwelche Schussanlagen eingebaut in deinen coolen Rollstuhl, ey? Das fehlt aber noch. Das wäre das Erste, woran ich denke. Wenn ich mal in den Genuss, also in die Situation komme, irgendwann im Rollstuhl zu sitzen, dann wäre das Erste, was ich denken würde und machen würde, glaube ich, ja irgendwelche geilen Gadgets einbauen oder so eine Scheiße. Ja, auf jeden Fall nicht mehr, nicht nur für mich lustig, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr pflichtet mir dabei. So, können wir jetzt vielleicht endlich mal hier raus? Nein, Seth! Du bist einfach mal 2 Minuten in die falsche Richtung gelaufen, hast jedermanns Zeit verschwendet. Herzlichen Glückwunsch! Danke auch dafür. Das ist ein Applaus wert an dieser Stelle. Wenn auch nur einen kleinen. Magst du mir vielleicht noch sagen, wo ich hin muss? Oder macht es Spaß, mich aus deiner Kamera da zu beobachten? Ich weiß ja nicht, was du für einen kranken Fetisch noch hast, außer hier, keine Ahnung, dein Büro nicht von sämtlichen Körpergliedmaßen hier zu reinigen. Aber, ja gut. Ich meine, Reinigungsfachkraft ist jetzt leider eben gerade eliminiert worden. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich soll jetzt hier lang, oder? Es gibt, glaube ich, auch keinen anderen Weg. Tatsächlich? Sind wir hier richtig? Leute, ich weiß es nicht. Wir sind hierher gekommen. Was macht ihr denn? Jetzt haben wir hier noch eine Notiz. Tod des Soldaten. So stirbst du also von innen heraus in Stücke gerissen. Es geht um den Chris Walker. Dann ist es an einer Betonwand verteilt. Du bist der Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ach, jetzt roll auf mit deiner Christine-Mitleidsscheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, da, sowas will ich lesen. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinen und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte, aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Das ist ein absurder Spott. Lassen Sie es die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Das ist die richtige Einstellung hier. So, bin ich jetzt wieder in die falsche Richtung gelaufen oder Exit? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, Freunde. Eventuell mache ich mich gerade wieder lächerlich. Kann auch sein. Hallo? Gibt es noch einen Weg, den ich... Ah, Leute, ich glaube, wir fahren fast richtig, oder? Ja, speichert. Okay, wir sind richtig. Hallo? Ich habe keine Ahnung, wer hier noch auf uns lauert, ey. Und ganz ehrlich, möchte ich diese Bekanntschaft hier auch nicht machen, wenn ich sehe, wie seine Kochkünste aussehen. Da kann es einem ja schon leicht vergehen. Alter, das ist mega unangenehm hier. Das finde ich schon echt krass. Hallo? Oh Gott. Walrighty hat kräftig seine Hinterlassenschaften hier. Oh nein! Fuck no! Hinterlassen! Lass mich! Ich kann nichts dafür, Alter! Oh! Billy, hilf mir! Wernicke, was ist los mit euch? Oh Gott, nein! Nein, falscher Weg! Ganz schlechte Idee, Seth! Ganz schlechte Idee, ausgerechnet! Jetzt den falschen Weg zu gehen! Oh Gott, hier hoch! Oh, ich weiß es nicht! Oh Gott! Wie soll ich mich gegen das Vieh wehren? Ich kann mich nicht wehren! Ich bin hoffnungslos! Tür zu, vielleicht? Nein! Okay, erstmal sterilisieren. Ja, ist eine ausgezeichnete Idee. Ah, no! Okay, ich habe ihm den Mittelfinger gezeigt, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, ob der B jetzt hinterherkommt. Wahrscheinlich schon, sonst würden wir hier keine Akte finden. Ich glaube, die findet man tatsächlich nur an Stellen, die ruhig sind. Vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen mehr zu lesen, weil genau jetzt enthüllt sich so die Story. Ich kann das leider auch nicht
auch nicht ändern. Götter und Monster. Jedenfalls an einer persönlichen Fachärztlichen Berater, bla bla bla, verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie nicht die Ängste der Patienten ihrem Glauben erbringen. Alle führenden Wesen dieser Technologie sind uns weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigung, sodass es ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay, Leute, ich habe euch ja beim letzten Mal so ein bisschen nach Feedback gefragt, wie ihr hier die Sache seht. Ob ihr glaubt, dass das hier alles bloß ein Hirngespinst ist mit dem Wallrider. Und ich glaube, einige von euch meinten auf jeden Fall, dass das wohl real so wäre. Dass ihr nicht glaubt, dass das nur erdacht ist sozusagen und Produkt unserer immer mehr durchdrehenden Fantasie. Und ich glaube, jetzt gegen Ende bin ich auch wieder genau der gleichen Auffassung. Aber ich denke dennoch, dass es eine Möglichkeit ist, dieses Spiel hier entsprechend zu etablieren. Das ist so. Der morphogenetische Antrieb. Das ist so krass, ey. Ach, du guckst auch noch den langweiligen Film, Alter. Billy, sag mal. Ich hätte dir eigentlich ein bisschen mehr zugetraut. Na? Das sieht auch nicht so ganz aus, als ob das Spaß macht. So, Billy, was macht man jetzt hier mit dir? Wir müssen... Moment. Notfallsystem ist nicht eingeschaltet. Wir müssen das also erst einschalten. Oh ja. Da hat jemand den Film auch nicht gemocht. Hier anscheinend auch nicht. Der hat vorzeitig den Saal verlassen. Oh, hi! Hey, hey, hey! My boy! Siehst du mich nicht? Hey, ich bin hier! Hallo? Hallo? Lass mich das sehen! Ich will auch was von dem Film sehen! Hast kein Ticket mehr bekommen. Ja, schade eigentlich. Wir müssen erst die Systeme hier einschalten. Ist das richtig? Die Frage ist natürlich, wo können wir hier... Wir können hier nicht mehr raus oder rein. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, von hier kommen wir sogar. Und drücken wir dann einfach mal irgendwelche Knöpfe. Das ist auch immer prinzipiell eine gute Idee. Oh, zumindest eine Kamera. Falls wir unsere verlieren. Ach, du kannst keine weiteren Batterien mehr tragen. Ja, das ist auch recht gut. Weiter? Nein, doch nicht. Die Frage ist, wo müssen wir das Notfallsystem einschalten? Kannst du uns da drüben vielleicht helfen? Oh, hier geht's raus. Da kommen wir auf jeden Fall nicht her, wenn es denn hier rausgeht. Ja! Die Tür lässt sich öffnen. Wir haben wieder einmal Glück, Leute. Und ich denke, wir sind auch in den letzten Atemzügen des Spiels, sodass das hier tatsächlich die letzte Folge werden könnte. Und ich muss sagen, ich vermisse dieses Spiel jetzt schon und ich vermisse eure Reaktionen darauf. Und ja, falls die Frage noch kommt, ich werde definitiv mir noch Whistleblower antun. Aber dazu später mehr. Erstmal will ich hier versuchen, das hier zu schaffen. Was sich doch als kleine, die ein oder andere Schwierigkeit herausstellen kann. So, hier ist unsere Akte. Mein Gott, ihr scheißt mich aber auch mit Dokumenten zu hier. Knopf, 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 Knopf. Ja, das ist schön, Mensch. Malz, drück doch einfach mal irgendwas oder zieh irgendwas raus. Du musst ihn doch nur umbringen. Du musst ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, das Rad neu erfinden oder... Oh, da geht's weiter. Da geht's weiter. Hier vielleicht? Ah, hier! Do not turn the valve. Doch? Fuck you, fuck you. Das hat jemand gar nicht gefallen. Ich sollte auf die Anweisungen eventuell hören. Billy, ich komme schon. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Kein Plan. Kein Plan. Doch, doch hier lang, oder? Oh mein Gott, nein. Tür zu. Dankeschön. Ja, bleib da drinnen. Viel Spaß mit deinen Leichenteilen. Na, lass mich bitte in Frieden meinen Job hier machen. Dafür werde ich schließlich bezahlt. Oder auch nicht. Ich muss dringend eine Rechnung ausstellen. So. Geht's weiter, 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 geht's weiter. Hier. Nein. Ja, dankeschön. Fingerabdrucks. Und jetzt? Was? Ist nicht eingeschaltet. Warum nicht? Noch mehr Rohre oder was? Wer jagt mich denn hier, also? Dort hoch, oder? Da hat es vorhin, glaube ich, nicht geblinkt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich habe das jetzt hier aufgemacht. Ja, tatsächlich. Tschüss, fuck you! Nein. Durch, Alter. Oh Gott, no. Ah, verdammte Axt, Alter.
Ich weiß halt auch leider überhaupt nicht, ob den Türen aufhalten oder ob das eigentlich komplett sinnlos ist, was ich hier gerade mache. Aber es scheint so, als ob der eine Weile länger braucht, irgendwie da durchzukommen. Hier kommt er auf jeden Fall auch durch. Das hat er den Dicken auf jeden Fall voraus. Ja, ich mach ja schon. Also, leck mich am Arsch. Okay, da hoch. Alter Schwede, kann man euch die Treppe hochlatschen, Mann? Ich bin verletzt und verwundet und erschöpft und hab Hunger und meine Windel ist voll und Mama. Hey, weiter. Der kann doch nicht schweben oder so, ne? Du musst auch die Treppen latschen. Ich bin schneller. Ich hab mehr Ehrgeiz. Und ich hab ein riesiges Bataillon an Zuschauern im Nacken, die sehen wollen, wie ich das schaffe. Oder wie ich leide, je nachdem. Okay, vermutlich wollen sie momentan sehen, dass ich das schaffe. Oh Gott! Danke, Miles, Alter. Und der letzte große Sprung. Ich hab keinen Plan, ob es wirklich der letzte ist. Ich hoffe es einfach mal für dich. Ich will dir nur Mut machen. Ich will auch, dass du das schaffst. Hey, weiter. Safe. Okay. Weiter geht's. Nein. Lass mich das doch mal bitte in Ruhe machen jetzt hier. Ich muss mich doch auch nur umschauen. Okay, nächste Akte. Das heißt, wir sind sicher. Und ich muss mich doch nochmal an die Dokumente wenden, weil, eine Fortsetzungserlaubnis. Oder ich gucke sie mir zumindest kurz an. Lernen, bla. Marktflecken. Kostet seine Natur ihm erlaubt. Okay, wer das lesen will, kann ja kurz Pause machen. Ich checke das nur, ob, da was Sinnvolles drin steht. Sind William Hope, Merk of Wohltätigkeit, da. Wer ist William Hope? Ist es einer der Ärzte, einer der Forscher? Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber irgendwie ist mir dieser Name geläufig. Er nimmt ein Experiment grundlos, eine Spende zukommen lassen. Wönicke, nach dem Traumbericht des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Ah, genau, ich glaube, mit William Hope hat das Ganze hier angefangen. Genau so war das. Oh Gott, was ist... Oh! Aua? Bist du dir absolut sicher... Sicher in dem, was du tust? Scheint nicht so, Miles. Ich will dir ja nicht ins Wort reden, aber... Okay, jetzt muss ich zurück zu Billy, oder? Ja, wenn das hier aufgeht, muss ich zurück. Okay, nichts mehr leichter als das. Und dann wieder 1 Milliarde Treppenstufen runterlaufen. Nichts leichter als das. Aber auf dem Weg nach unten ist es ja immer leichter. Süßer kleiner Wallridey. Werden wir uns heute noch einig? Oh, fuck! Nein! Also richtig hübsch bist du auch nicht. Oh, fuck! Fuck! Hör auf, mit mir zu spielen, Alter! Aua! Das kannst du mit mir nicht machen, Mann! Ich bin hilflos! Hilflos und orientierungslos! Hier lang! Alter, ich habe keinen Plan, ob ich gerade... Oh, ob ich gerade richtig gehe? Doch, ich gehe richtig! Runter, bis ich wenigstens nicht die Treppen laufen. Das ist auf jeden Fall der Punkt, an dem ich mich geirrt habe. Okay, Billy, jetzt geht's dir auf jeden Fall in den Kragen. Du kannst es nicht verhindern. Wo ist das hier? Wo ist die Scheiße? Da! Es tut mir leid, Mann. Oh ja, danke. Danke, dass du mich erinnerst. Oh, fuck. Ich wollte doch nur helfen. Ich bin Journalist, Alter. Ich habe einen Presseausweis. Oh, du kannst mich nicht des Ortes verweisen. Ich rufe gleich die nicht mehr vorhandenen Sicherheits... Oh, fuck. Alter, dass der überhaupt noch lebt, ey. Oder überhaupt noch gehen kann. Oh, fuck. Okay, Leute, ihr habt's gesehen. Ich bin nicht nur 20 Meter gerade in die Tiefe gefallen. Stöhne vor Schmerzen, hab mir vermutlich sämtliche Knochen in meinem Körper gebrochen, sondern der Wallrider ist auch noch in mich gefahren. So wie die Angst. Die Angst vor dem, was da noch kommt. Und wetten, unser Ultra-HD-Camcorder ist noch intakt? Wetten? Ihr habt jetzt einen Riss in der anderen Ecke. Nee, doch nicht. Das ist das Gorilla-Glas, meine lieben Freunde. Okay, oh Alter. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr so ganz genau, wo man hier rausgeht. Oh fuck, vermutlich hier, oder? Der Typ ist weg. Der fand den Film letzten Endes doch nicht ganz so interessant. Ich kann es ihm nicht verübeln. Also der da an der Tür stand. Oh, Alter. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir uns geschafft. Oder ihn, besser gesagt.
der letzte Weg ist immer der Leidensweg. Die letzte Qual vor dem großen Finale. Und ich glaube, wir haben unsere letzte Aufgabe als Zeuge Martins oder so erfolgreich bestanden. Nur ist leider niemand mehr am Leben, der uns sagen könnte, dass wir alles richtig gemacht haben. Außer das Vertrauen in uns selbst. Freiheit, also. Freiheit. Noch ein Schritt. No way. Ja, das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können. Ja gut, an dieser Stelle wusste ich nun in etwa, was passiert. Ich wusste, dass wir hier leider nicht mehr lebend rauskommen. So arschlochmäßig dieses Ende auch ist. Leute, dieses Spiel Outlast ist absolut großartig. Ich habe es mega gefeiert, auch damals, wo ich das erste Mal gespielt habe. Hut ab, es war auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, um es nochmal zu spielen, weil es hat echt einige Passagen so, wenn man das erste Mal spielt, man hängt echt teilweise ewig fest und ist dann auch so ein bisschen nervig nach einer Zeit. Ja, das wurde ja auch immer in dem Spiel kritisiert, dass es dann gegen Ende auch ziemlich repetitiv wird. Aber ich fand diese Geschichte mega geil. Das ist echt so dieses eigentlich typische eine Nervenheilanstalt, wo alle verrückt geworden sind, nochmal auf so einen, auf den höchsten Grad der Ekelhaftigkeit zu setzen und gepaart mit diesem übernatürlichen, aber auch irgendwie mit dieser Menschenquälungsstory so dahinter, finde ich extrem genial. Hut ab an die Entwickler. Ich glaube, die haben wirklich Maßstäbe gesetzt in Sachen Horror-Games. Besonders freue ich mich natürlich, dass ihr das Projekt so gefeiert habt, auch wenn ihr es vielleicht schon kennt, dass ihr Spaß hattet an den Videos, dass ihr mich unheimlich supportet habt damit, dass ihr immer neue Folgen wolltet und so weiter und so fort. Hat mich mega gefreut und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mir mal unten rein, ob ich Outlast jetzt direkt, also Outlast Whistleblower, das DLC, jetzt direkt dranhängen soll. Ich glaube, das kennen vielleicht ein paar Leute weniger. Macht auch unheimlich Spaß und ich finde es von der Umsetzung her auch, ein bisschen cooler. Es ist ein bisschen kürzer, aber dadurch wirken die ganzen Sachen mehr und es hat einige Szenen, die echt wesentlich krasser sind, als das, was wir schon in Outlast gesehen haben. Ja, das ist durchaus möglich. Also, ihr habt es gesehen, wir sind nach Billys Tod der neue Wirt des Wallriders geworden und ich glaube tatsächlich, dass mit diesem Ende, was wir uns hier nochmal zu Gemüte geführt haben, dass dieser Geist halt tatsächlich existiert, dass wir halt tatsächlich dieses Übernatürliche präsent haben, nicht nur als Produkt unserer Fantasie, sondern ja, im Endeffekt war es auch das, was die Leute hier getötet hat, wie man es auch immer verstehen will. Auf jeden Fall gibt es keine Möglichkeit, glaube ich, das Ende gut zu interpretieren. Wir sind gestorben, vielleicht ist es auch besser so nach dem, was wir gesehen haben. Und naja, wir haben alles wirklich aufgedeckt. Wir haben Murkoff oder Wernicke in diesem Sinne aufgehalten. Und damit würde ich sagen, beende ich dieses Kapitel. Vielen, vielen Dank nochmal. Daumen hoch an dieser Stelle an euch, an Team Seth. Hier ein Herz, Dankeschön. Und wir sehen uns bei Whistleblower oder einem sonstigen Horror-Game. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.